war bei minus 50 Grad. Winter im Nordwesten Sibiriens. Die Männer, die hier draußen arbeiten, suchen nach Energie für uns im Westen Europas, viele tausend Kilometer entfernt. Hier liegen fast 90% der russischen Gasvorräte und ein Viertel der Weltreserven. Atem der Erde heißt das Gas in der Sprache der Nenzen, eines Volkes, das auf diesem Schatz seit über 1000 Jahren lebt. Sie sind die letzten Rentiernomaden. Unsere Reise an der Grenze zwischen Europa und Asien führt uns auf die Halbinsel Jamal. Das ist nenzisch und heißt Rand der Welt. Spätherbst. Die beste Zeit, um in ein Land nördlich des Polarkreises aufzubrechen. Das Uralgebirge, die geografische Grenze zwischen den Kontinenten. Ein flüchtiger Blick auf den Grenzstein, dann sind wir in Sibirien. Gleich hinter dem Ural der Ob, der sechstlängste Fluss der Erde. Und der westlichste der großen Ströme Asiens. Drüben, am anderen Flussufer, endete die Eisenbahn aus Europa. Jetzt geht es nur noch mit der Fähre weiter und mit dem Auto. Bis nach Salekhard. Die Palisaden des alten Forts erinnern an die russische Eroberung Sibiriens vor 300 Jahren. Heute ist das Flussufer ein Bild des Friedens. Es ist Freitagnachmittag. Bald wird der kurze Polarsommer gehen. Doch noch einmal steht ein Ferienwochenende bevor, an dem es sich in der Datsche aushalten lässt. Jeder, der ein Boot hat in Salekhard, macht sich auf den Weg. In die Natur, bevor der lange Winter kommt. Wir müssen weiter. Von hier aus geht es nur mehr mit dem Schiff. Es ist 10 Uhr abends, als wir ablegen. Noch immer ist es hell, doch in wenigen Wochen schon wird sich das schlagartig ändern. Stromabwärts auf dem Ob. Hier hat er eine Reise von über 5000 Kilometern hinter sich. Von den Gletschern Zentralasiens bis zum Ufer des Eismeers. Seine Wassermassen holt er aus einem Gebiet, das fünfmal größer ist als Frankreich. Schlafplätze bietet unser Schiff nicht und auch sonst nur wenig Komfort. Am Ende der Sommerferien sind die Schiffe überfüllt. Viele der Reisenden träumen noch von ihrem Urlaub in wärmeren Gefilden. Jetzt geht es zurück an ihre Arbeitsplätze weit nördlich des Polarkreises. Nur von Mai bis Ende Oktober können Anatoli und Nikolai, die Bootsführer, den Strom befahren. Den Rest des Jahres ist der Ob zugefroren, 6 Monate lang.
Am Ende des Sommers ist der Wasserstand in den Armen des Flussdeltas niedrig. Überall gibt es tückische Sandbänke. Doch die beiden kennen den Strom in- und auswendig. Nach 15 Stunden Fahrt, eine Art Fata Morgana. Yar Saleh, die Hauptstadt der Jamal-Halbinsel. Unser erstes Ziel. Vor 80 Jahren war Yar Saleh nichts weiter als ein kleiner Handelsposten für den Tausch von Fellen. Später sollten hier Rentiernomaden zu sesshaften Angestellten sowjetischer Staatsfarmen werden. Heute ist der Ort ein Versorgungsposten für die Arbeiten auf den Gasfeldern. Wenn im Internat der kleinen Stadt bald das neue Schuljahr beginnt, werden hier Kinder aus dem ganzen Jamal leben. Sie kommen aus der Tundra, die gleich hinter den Häusern beginnt. Eine endlose Weite. Am Rande des Ortes wohnt Galina Mataras. In der Stadtverwaltung kümmert sie sich um die Probleme der Nenzen, der Ureinwohner des Jamal. Galina ist in der Tundra aufgewachsen. Eltern und Geschwister leben noch heute dort. Immer wieder kehrt sie dorthin zurück. Ich kann ohne die Tundra nicht leben, sagt Galina. Und lädt uns ein, mitzukommen in ihre Heimat. Im Sommer ist der Hubschrauber das einzige Transportmittel. Wenn es das Wetter zulässt. Ein letzter Blick auf Yar Saleh. Dann nur noch scheinbar menschenleeres Land. Jamal bedeckt ungefähr eine Fläche, die so groß ist wie ein Drittel Deutschlands. Unwirtlich und baumlos, das ist die Heimat der Nenzen. Zwischen 3000 und 5000 Nenzen sollen hier unten wie seit jeher noch als Nomaden leben. Verloren entdecken wir ihre Zelte in diesem weiten Land. Dann erreichen wir unser Ziel. 150 oder 200 Kilometer nördlich von Yar Saleh. Galinas Freunde, die Familie Tibici. Für Michail, den Familienvater, kommt unsere Ankunft unerwartet. Denn hier draußen gibt es weder Telefon noch Strom. Und so plötzlich, wie er hierher gekommen ist, verschwindet der Hubschrauber auch wieder. Michail und seine Frau Tatjana müssen erstmal den Chum, das Zelt der Familie, neu aufbauen und einrichten. Denn statt 5 Personen werden jetzt auf einmal 9 in einem Zelt Platz finden müssen. Beim Zeltbau haben die Frauen das Kommando. Doch wie bei jedem Umzug müssen alle mit anpacken. Männersache ist es, die Feuerstelle zu markieren. Das Zentrum des Chum. Ein Nya, wie die Nenzen ihr Zelt nennen, bietet einer ganzen Familie das Zuhause. Jeder Handgriff sitzt im Schlaf,
Denn wenn die Nenzen mit ihrer Herde unterwegs sind, wird jede Woche der Standort gewechselt. Dann muss das Zelt stehen, egal bei welchem Wetter. Zurzeit lebt die Familie in einem Sommerzelt. Eine doppelte Schicht aus Rentierleder und Zeltplanen bietet Schutz gegen Wind und Regen. Im Winter wird eine zusätzliche Lage aus Rentierfellen für behagliche Wärme sorgen. Für Galina, die Besucherin aus der Stadt, ist der Aufbau eines Mja immer noch eine vertraute Angelegenheit. Es hat keine Stunde gedauert, dann steht das neue Zelt. Im Chum hat jedes Familienmitglied feste Aufgaben. Lida, die jüngste Tochter, ist zuständig für das Feuer. Michael, sein jüngster Sohn Jeko und Onkel Sascha, der zufällig zu Besuch ist, sind zum Fischen am nahen Fluss. Michael kann jede Hand gebrauchen, denn seine beiden älteren Söhne sind mit den Rentieren weiter nördlich unterwegs. Die Maliza, die typische Kleidung der Nenzen aus dem Fell junger Rentiere, ist nicht nur warm, sondern schützt auch gegen sommerliche Mückenschwärme. Nenzen sind geübte Fischer und in den Gewässern rund um den Chum gibt es genug zu fangen. Wenn Tatjana etwas zum Kochen braucht, dann muss sie nicht weit laufen. Unter der Grasnarbe beginnt der Permafrost, das ewige Eis. An einigen Stellen im Jamal soll es bis zu 300 Meter dick sein. Noch. Denn auch Tatjana spürt die Folgen des Klimawandels. Dieser Kühlschrank ist unsere einzige Möglichkeit, um Lebensmittel im Sommer aufzubewahren. Früher mussten wir nur 50 Zentimeter bis zur Eisschicht graben. Jetzt aber ist es nicht mehr tief genug. Kochen ist bei den Nenzen ausschließlich Sache der Frauen. Eine Regel lautet: Wenn ein Mann sich am Kochtopf zu schaffen macht, dann wird er ihm klappernd hinterherlaufen und bei der Jagd die Tiere verscheuchen. Seit vielen Wochen gibt es bei Tatjana nur Fisch. Und das wird sich erst ändern, wenn die Rentiere zurück sind. Mehr als alle indigenen Völker Sibiriens haben die 35.000 Nenzen sich am erfolgreichsten ihre traditionelle Kultur und Lebensweise bewahren können. Und noch immer sprechen sie im Alltag ihre eigene Sprache, das Nenzische, das ganz entfernt mit dem Finnischen verwandt ist. Alles und jeder hat seinen genau vorgeschriebenen Platz in den Zelten der Nenzen. Und es gilt auch für uns, jede Menge Regeln zu beachten. So soll es Unglück bringen, wenn Frauen über Seile schreiten oder wenn Männer die Zeltstangen berühren. Jetzt ist der Chum auch unser Zuhause. All die Tage hier hören wir kein böses Wort, keinen Streit, keine Befehle, trotz der Enge. Alles passiert ganz selbstverständlich. Fast 3 Monate ist Lida nun bei ihrer Familie in der Tundra gewesen. Bald sind die Ferien zu Ende, die Zeit weit weg vom Internat in Yar Saleh.
Dort werden Lida und ihr kleiner Bruder seit dem 6. Lebensjahr, wie alle nenzischen Kinder, auf ein anderes Leben, das Leben in der Zivilisation, vorbereitet. Aber noch sind sie hier draußen ein paar Tage lang Nomaden, können von ihren Eltern das Überleben in der Tundra lernen. Für Jeko ist Schach die wichtigste Freizeitbeschäftigung. Er ist der Schachmeister der Familie, sagt Michael stolz. Eine Aufgabe der Mädchen? Die neue Zelthaut für das Winterzelt. Das Fell von 60 Rentieren ist dafür nötig. Den Faden hat Lida selber hergestellt, aus den Sehnen der Rentiere. Meine Rentiere laufen über grüne Hügel und verschneite Wiesen. Meine Rentiere nehmen ihre Kraft aus dem Laub. Meine Rentiere sind mein ganzes Glück. Sie will ich hüten und ihnen mein Lied singen, das man überall hören kann. Michael ist als Schlittenbauer weithin bekannt, so wie sein Vater und alle seine Vorfahren. Früher, sagte uns Michael, gab es in jeder Großfamilie wenigstens einen, der das wichtigste Transportmittel der Nenzen bauen konnte. Jetzt gibt es nur noch 10 Meister auf dem Jamal und deshalb sind Schlitten Handelsware geworden. Für Michael reicht der kurze Sommer kaum aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Man braucht viel Erfahrung und Lebensweisheit. Die Erfahrung kommt mit den Jahren. Natürlich war mein erster Schlitten schlecht. Aber für alle muss das Werkzeug scharf sein. Kein einziger Nagel, kein Stück Metall wird für den Tundraschlitten verwendet. Die Kufen sind das Wichtigste. Sie sollen den Schlitten mindestens 30 Jahre tragen, im Winter über Schnee und Eis, im Sommer über Weiden und durch Sümpfe. Das Holz hat Michael mitgebracht aus dem Winterquartier in der waldreichen Taiga. Drei Tage müssen die Kufen nun im Wasser liegen. So bleiben sie gebogen. Auf dem Schlitten wird alles aufbewahrt, was eine nenzische Familie zum Überleben in der Tundra braucht. Auch hier hat alles eine Ordnung und zugleich eine spirituelle Bedeutung, über die Tatjana, wie alle Nenzen, nur selten Auskunft gibt. Wenn ein Mensch im Sommer unsere Welt verlässt, dann wird er auf einem Schlitten aufgebahrt. Diesen speziellen Schlitten erkennt man daran, dass er in Richtung Sonnenuntergang steht. Er zeigt, dass der Tote unterwegs ist in eine andere dunkle Welt. Alle anderen Schlitten zeigen immer zum Sonnenaufgang. Die Natur der Tundra, sagt uns Galina, unsere Begleiterin, prägt die Menschen und ihr Denken. Die Erde ist der Platz, auf dem und von dem man lebt. Sogar wenn man stirbt, darf man sie nicht verletzen. Deshalb werden die Toten in Särgen auf der Erde bestattet. Nur die oberste Schicht wird berührt. Das ist unser uralter Glaube.
Yamen, die Erde, ist der Ursprung der Menschheit. Sie ist die Urmutter. Von ihr hängt ab, wie die Frau das Haus führt, wie sie liebt, wie sie gebärt und Kinder großzieht. Im Himmel lebt Gott Num. Er ist der Herr über das Schicksal. Von dort aus beobachtet er dich. Alles ist von ihm bestimmt. Zum Beispiel darf man nicht über das Wetter schimpfen. Für einen Nenzen muss es so sein, wie es ist. Num will es so. Unsere Philosophie ist also ganz einfach. Was dieses Land, so unwirtlich und karg es auch erscheinen mag, hergibt, das Reich zum Leben in einer archaischen Welt. Anfang September machen sich die Rentierherden auf den langen Marsch nach Süden. Für Familie Tibici eine Zeit des Wartens. Seit Monaten gibt es keine Nachrichten von den Söhnen. Wie geht es den Tieren? Bald haben Tatjana und Lida alle Felle gegerbt. In die Landschaft fast ohne Farbe bringen die typischen Perlenketten einen Kontrast an bunten Ornamenten. Michael weiß, jeden Augenblick müssen sie kommen. Endlich sind sie da, die ersten Rentierschlitten. Aber es sind nicht die eigenen Söhne, sondern Freunde. Andrei und Roman gehören zu einer benachbarten Brigade, einer staatlichen Rentierfarm. Aber auch sie sind Nomaden. Die einstigen Kollegen bringen gute Nachrichten. Bald werden sich auch Michails Tiere auf den Weg machen. Gäste sind vom Schicksal gesandt und bringen Glück, sagen die Nenzen. Wer an ihrem Chum vorbeikommt, den erwartet bei Michail und Tatjana ein Essen und ein Schlafplatz. Aber wird diese Art des Lebens eine Zukunft haben? Werden die Kinder diese Traditionen weiterführen? Das können wir nicht sagen. Das hängt von den Kindern ab. Natürlich, wir wie alle Eltern hoffen darauf. Jetzt wünscht sich jeder, dass Kinder etwas lernen und Bildung bekommen. Wir selbst haben es schwer genug hier in der Tundra. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir haben nur 10 Schulklassen besucht und sind deshalb hier geblieben. Nach der Tradition und mit den Rentieren. Überall auf den Weiden gibt es Bohrstationen. Wenn sie die ganze Erde durchwühlen, was werden wir dann tun? Die Erde braucht 30 bis 40 Jahre, um sich wieder zu erholen. Hier gibt es viele verlassene Bohrstationen. Überall liegen Glasscherben und Schrott herum. Gleich hier in der Gegend gibt es eine verlassene Bohrstation. Rentierherden ziehen auch dorthin, weil sie Futter suchen. Und dann verletzen sie ihre Beine und werden krank. Wir machen uns auf den Weg zu einer Bohrstation in der Tundra. Oleg ist selbst Nenze, lebt aber in einer Siedlung und arbeitet für eine Bohrfirma als Wassertaxifahrer. So habe ich gutes Geld, sagt er, und bin trotzdem in der Tundra. Unser Ziel?
die Firma Seversbets Technica, eine Pfadfinderin des Gasgeschäfts. Wo Geologen Vorkommen vermuten, sollen sie Tatsachen schaffen. 8 Monate lang haben sie ein 2500 Meter tiefes Loch in die Erde gebohrt. Tag und Nacht, ohne Unterbrechung. Valeri arbeitet wie alle in 12-Stunden-Schichten. Einen Monat lang, ohne Sonn- und Feiertage. Dann kann er einen Monat zurück zur Familie in Salihard. 2800 Euro netto im Monat, das ist ein Traumeinkommen in Russland. Doch wenn Valeri und sein Kollege Konstantin hier über ihre Arbeit sprechen, steht anderes im Vordergrund. Sehen Sie doch selbst, wie Natur hier ist. Romantisch, einfach romantisch. Niemand ist hier, der nicht gerne hier ist. Das ist immerhin der äußerste Norden. Das Klima ist anders. Alles hier ist anders. Wir kommen von den unterschiedlichsten Orten. Oft ist unser Zuhause sehr, sehr weit weg. Der Norden, das ist so ein weites Land, das dich anzieht, ganz stark. Ich lebe im Norden seit meiner Kindheit und egal, wo ich versucht habe zu leben, immer hatte ich eine große Sehnsucht nach dem Norden. Warum wir hier sind? Im Norden arbeiten Menschen, die ihren Platz auf der Welt kennen. Wenn nicht wir, wer sonst? Und uns geht's dabei gar nicht so schlecht. Jetzt herrscht wieder Stille in der Tundra. Seit 2 Wochen schon, erfahren wir, wird die Anlage abgebaut. Ihre Arbeit ist erfüllt. Eine Gasblase wurde gefunden. Andere werden das Gas abpumpen, es in einer großen Anlage aufbereiten und es dann durch Pipelines quer durch die Tundra zu den Verbrauchern in Russland und Westeuropa schicken. Valeri, Konstantin und die anderen Gassucher sind dann schon wieder wo ganz anders und bohren in die Erde von Jamal. Auf diesen Augenblick warten wir schon seit Tagen. Die Herden kommen. Es sind hunderte Tiere. Wie viele genau, das darf man nicht sagen. Denn Zahlen bringen Unglück, heißt eine weitere Regel der Nenzen. Die Nenzen und ihre Herden leben in perfekter Harmonie. Niemand vermag zu sagen, ob der Mensch dem Zug der Tiere folgt oder die Tiere sich vom Menschen treiben lassen. Rentiere sind weder Haustiere noch Wildtiere. Sie sind halbwild, sagen die Nenzen. Jetzt aber soll es für Michail und seine Familie erstmals wieder etwas anderes geben als Fisch. Er darf sich ein junges Rentier mit schönem Fell aussuchen, als Gastgeschenk von Andrei, ein Brauch der Nomaden. Mit einem Seil wird das Rentier erwürgt, damit es kein Blut verliert. Auch das eine Tradition der Nomaden. Ein Festmahl, noch an Ort und Stelle. Das rohe, noch warme Fleisch und Blut des Tieres gilt als Delikatesse. Für die Bewohner der Tundra ist es die wichtigste Vitaminquelle. Es gibt Kraft und Ausdauer für das Nomadenleben. Schnaps,
Der Besuch bei Michael ist für Andrés Rentiere nur ein Zwischenstopp auf ihrer langen Reise. 1500 Kilometer sind diese Herden im Jahr unterwegs. Immer auf der Suche nach Nahrung. Sie führt sie von den sommerlichen Weidegründen im Norden über den zugefrorenen Ob zu den Winterquartieren in den holzreichen Wäldern der Taiga im Süden. Und wieder zurück. Über 500.000 Rentiere sollen auf dem Jamal unterwegs sein. Rentiere sind für Nansen der Sinn des Lebens. Wir begleiten die Herde ein Stück ihres Weges. Zeit, die Kunst des Schlittenlenkens zu bewundern. Unser Ziel? Ein Lagerplatz der Brigade. Einen Sommer lang standen hier die Schlitten mit der Winterausrüstung. Jetzt muss das alles auf die lange Reise gehen. Zeit, die Gespanne zusammenzustellen. Nur männliche Tiere sind geeignet für diese schwere Arbeit. André, der Chef der Brigade, kennt die Tiere, weiß, welche sich am besten eignen. Welche stark genug sind, um ein durchschnittliches Tempo von 15 Kilometern in der Stunde zurückzulegen. Es braucht viel Übung, um die passenden Tiere zusammenzustellen. Solange kein Schnee liegt, müssen 5 bis 6 Tiere einen Lastschlitten ziehen. Dann macht sich Andrés Herde auf den Weg. Auf einem heiligen Hügel hat Michael den Geistern das Geweih des Rentiers geopfert, um Unheil fernzuhalten. Die Kufen für den neuen Schlitten sind fertig. Jetzt ist das Holz ausreichend gebogen und elastisch. Die Hitze hilft, die Form zu behalten. Dieser Schlitten wird ein Frauenschlitten, das Prachtstück einer Flotte. Groß genug, um Mutter und Kinder zu transportieren. €20.000, etwa 600 Euro, wird er kosten. Michael braucht das Geld für die Anschaffung eines Snowmobils. Dafür muss er zum ersten Mal in seinem Leben sogar Schulden machen. Jeko soll das Handwerk des Vaters fortsetzen. Er hilft mit. Nichts aber wird ihm dabei erklärt. Der Mensch wird geboren. Er wächst auf und macht alles seinen Eltern nach. Ein Kind in der Tundra wird nicht speziell erzogen. Es gibt hier keine Regeln, wie man ein Kind erzieht. Hier macht das Kind all das, was seine Eltern machen. Das neue Winterzelt ist fast fertig. Auch für Lida gehen jetzt die Sommerferien, die wenigen Monate bei den Eltern, zu Ende. Jeden Augenblick kann jetzt der Hubschrauber kommen und die Kinder abholen. Was wird Jeko dann vermissen?
Die Hügel, die Seen, die Flüsse, die Wolken, den Himmel und den Horizont. Wie aus dem Nichts landete der Hubschrauber. Es blieben Jeko und Lida nicht mal einen Augenblick, um sich von ihren Eltern zu verabschieden. Diese Flüge werden vom Staat bezahlt. Sie sammeln die Kinder aus der ganzen Tundra auf. Viele von ihnen sitzen zum ersten Mal in so einem Ding. 9 Monate bleiben sie nun von ihren Eltern getrennt. In Yar Saleh beginnt ein neues Schuljahr. Viele dieser Kinder lebten bis gestern noch in der Tundra. Doch an diesem Tag sind ihre Eltern nicht dabei. Anders als ihre Mitschüler aus Yar Saleh können sie kaum ein Wort Russisch. Alles in dieser kleinen Stadt ist für sie neu und fremd. Das war für Jeko und Lida nicht anders, als sie in diese neue Welt verpflanzt wurden. Eine Welt, in der strenge Ordnung herrscht. Also. 7 Uhr morgens im Internat von Yar Saleh, der Unterkunft der Tundra-Kinder. Seit mehr als 70 Jahren sind Kindheit und Jugend der nenzischen Kinder verstaatlicht. An diesem Prinzip hat sich auch im neuen Russland nichts geändert. Lida lebt seit 8 Jahren in derselben Gruppe. In dieser Zeit wurde Tatjana Gavrilova zu einer zweiten Mutter. Sie kennt Lida und die anderen Kinder seit ihrem 6. Lebensjahr. 11 Jahre lang trägt Tatjana als Leiterin von 2 Gruppen die Verantwortung für insgesamt 60 Kinder. Am Anfang war es schwierig, weil ich ihre Sprache nicht kannte. Jetzt verstehe ich ein wenig. Schwierig war es, weil wir in ihre Welt gekommen sind, ohne ihre Bräuche zu kennen. Und wir haben ihnen dabei unsere Regeln aufgezwungen. Wir mussten nenzische Erzieher oder die Eltern fragen, wenn sie mal zu Besuch waren, was man mit diesen Kindern darf und was man nicht darf. Im Internat von Yar Saleh leben 600 Kinder. Wie mag sich Jeko fühlen in dieser Welt? Darüber will er uns nichts erzählen. Einige der Nomadenkinder, so sagt man uns, würden sich hier zurückziehen. Manche zerbrechen. Anderen mag diese Erfahrung helfen, sich an die Verhältnisse anzupassen. Zu Beginn des Schuljahrs stellt Tatjana den Kindern das Angebot vor. Lida besucht eine moderne Vorzeigeschule mit kostenloser Nachhilfe, Mitsprache bei Festen, Internetzugang und sogar einem eigenen Fernsehstudio. Etwa 6.000 Euro pro Jahr investiert der Staat in jeden Schüler in Yar Saleh. Gibt es andere Möglichkeiten, den nenzischen Kindern eine Chance auf Bildung zu geben? Обязательно на этот факультатив в этом году ходить, понятно?
Anders als in der Tundra finden Kinder hier Kontakt zu Gleichaltrigen. Vom Geld, das ihm sein Vater mitgegeben hat, sollte Jeko sich einen Schulranzen kaufen. Er hat es in einen neuen Fußball investiert. Das freut auch seine Freunde. Zurück in der Musikschule nach 3 Monaten Pause. Kann sich die Lehrerin vorstellen, aus welch anderer Welt Lieder kommt? Jetzt kommt die Zivilisation. Deshalb müssen sich Kinder an das Neue gewöhnen. Es gibt kein Zurück mehr zum Alten. Dabei ist es aber wichtig, die eigenen Wurzeln nicht zu vergessen. Auf gar keinen Fall. Wir sollten unsere Traditionen und Bräuche pflegen, so wie diese Kinder es tun. In den 9 Monaten im Internat muss Jeko oft an seine Rentiere denken. Trotz aller Versuche, sie an die moderne Welt anzupassen, haben die Nenzen ihre Kultur und Lebensweise bewahrt. Nach dem Ausflug in die Zivilisation kehren viele von ihnen zurück in das freie Leben der Tundra. Werden, wie ihre Vorfahren, Nomaden am Rande der Welt.